Also ich denke, wir unterscheiden uns von anderen Ingenieurgesellschaften darin, dass wir die Ingenieurgesellschaft sind, die wirklich das breiteste Spektrum an Ingenieurdisziplinen mit eigenen Mitarbeitern anbietet. Zu den Ingenieurdisziplinen gehören alle Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung, die Fassadentechnik, die Bauphysik, das Facility Management, das Energiedesign und Energiemanagement, die Tragwerksplanung. Hier beraten wir technisch-wirtschaftlich. Wir planen klassische HOI-Planungsleistungen und treten so als sogenannter Generalfachplaner auf. Und gleichzeitig sind wir auch im Bereich Green Building und Nachhaltigkeit sicherlich die Ingenieurgesellschaft in Deutschland, die es schon sehr oft gezeigt hat, dass man Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen kann, dass man wirtschaftliche Gebäude bauen kann, die gleichzeitig einen guten Beitrag für die Umwelt leisten. In dem Bereich Engineering suchen wir hauptsächlich planende oder beratende Ingenieure der technischen Disziplinen. Den größten Bedarf haben wir zurzeit in der Gebäudetechnik, wo wir Planer suchen für alle technischen Gewerke, wo wir entweder Absolventen oder auch die sogenannten Professionals, also die, die bereits 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung haben und vielleicht eine weitere Entwicklung in ihrem Leben suchen. Und da können Sie bei uns bestimmt tolle Arbeitsbedingungen vorfinden. Meine ersten Monate hier waren natürlich spannend, wie für jeden Neuanfang, mit neuen Kollegen, mit neuen Projekten. Hatte aber Glück, einen tollen Paten an meiner Seite zu haben, der mir ganz schnell die unternehmensspezifische Vorgehensweise beigebracht hat, der mich zu spannenden Projekten mitgenommen hat, mir unglaublich viel beigebracht hat. Das nennen wir Onboarding. Jedem Neuankömmling wird sozusagen ein erfahrener Mitarbeiter zur Seite gestellt. Ich habe ja die Entwicklung vom Projektingenieur zum Projektpartner hier durchlaufen. Das bedeutet, dass man anders wie bei anderen Ingenieursgesellschaften nicht nur Projekt leitet, sondern tatsächlich auch die wirtschaftliche Verantwortung für die Abwicklung der Projekte beinhaltet. Also neben diesen fachlichen Aufgaben sozusagen gehört eben auch organisatorische und wirtschaftliche Komponenten mit dazu, von der Angebotsstellung bis hin zur Aufgabenverteilung im Team, Qualitätssicherung der abgearbeiteten Aufgaben, Rechnungsstellung. Das ist eine Komponente, die man sicherlich in anderen Ingenieursbüros nicht dabei hat, die sehr viel Spaß macht und man hat auch einen ganz anderen Bezug zu dem Projekt. Das ist das eigene Projekt, man ist dafür verantwortlich. Man sieht am Ende des Monats, was ist dabei rausgekommen, hat es funktioniert oder nicht oder was muss ich das nächste Mal anders machen. Ich glaube, es gibt 2 Arten von typischen Arbeitstagen. Der eine ist natürlich, findet hier im Büro statt, wo wir uns abstimmen mit den Kollegen, wo die Projektteams zusammenfinden, wo Aufgaben verteilt werden und die natürlich auch abgearbeitet werden müssen, wo man dann mit verschiedenen Tools und Programmen arbeitet. Wir auch die Chance haben, ganz neue Technologien zu verwenden, die dann richtig in die 3D-Planung gehen. Zweite Art von typischem Arbeitstag sind Termine, wo man den Kunden besucht, wo Projektabstimmungen stattfinden, Baustellenbegehungen, die natürlich unglaublich wichtig und spannend sind. Also man sieht da tatsächlich jedes Mal, wenn man wieder auf die Baustelle kommt, ist das und das passiert. Ich denke, durch die interdisziplinären Teams fördern wir die Kommunikationskultur einerseits zwischen den Fachdisziplinen, dass man wirklich uneingeschränkt mit den Experten der anderen Fachbereiche an ganzheitlichen Lösungen arbeitet und auf der anderen Seite natürlich auch zwischen den jungen Ingenieuren und den erfahrenen Ingenieuren, dass dort die Türen offen stehen und sie jederzeit sich in ihren Wissensthemen austauschen können, fragen können. Und dies gilt selbstverständlich auch für die Führungskräfte, die immer offene Türen haben, weil sie oft auch sehr direkt in den Projekten involviert sind und so immer ein offenes Ohr und eine offene Kommunikation mit den Mitarbeitern pflegen. Wir haben hier wirklich eine sehr, sehr gute Teamkultur, also es macht Spaß, wir verstehen uns gut, wir lachen zusammen und wir bringen uns auch gegenseitig vorwärts. Also wenn jemand ein Thema hat, wo er nicht weiterkommt, dann weiß er, in der nächsten Kaffeepause kann er das einfach mal in den Raum werfen und kriegt von 10 Experten, die alle schon ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, da schon Feedback und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ja, als Ingenieurgesellschaft verkaufen wir keine Produkte, sondern wir beraten und bringen Planungsdienstleistungen. Und daher ist das Herz unserer Dienstleistung sind unsere Mitarbeiter. Die haben die Kompetenz, die haben das Wissen, die beraten unsere Kunden. Und um dort ein bestmögliches Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen, halten wir die Wertschätzung hoch.
Und um das auch über alle Fachbereiche zu bekommen, haben wir eine sehr gut strukturierte Weiterbildungsakademie. Ein Beispiel ist unser Büroseminar. Ich würde sagen, das ist sensationell. Hier treffen sich 2000 Mitarbeiter alle 2 bis 3 Jahre, haben einerseits Weiterbildungsthemen, schulen sich also gegenseitig quer über alle unsere Organisationseinheiten und Fachdisziplinen. Und abends gibt es dann immer eine sensationelle Party, wo alle Spaß haben und sich auch standortübergreifend kennenlernen. Und man sollte nicht glauben, wie stark solche Netzwerke, die dann in solchen gemischten Veranstaltungen mit Weiterbildung und Entspannung und Freude entstehen können. Cut.